Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dracula Origin. Und wir haben erfolgreich hier irgendwie Gold abgemessen. Ach, guck mal, und er zeigt das auch als Golddeben an, weil es das Gewicht hat. Okay, ich verstehe. Kann das mal einer aufräumen hier? Ist alles durcheinander. Ich bin mir aber jetzt irgendwie gerade nicht so ganz sicher, was wir als nächstes überhaupt tun sollen. Hier können wir auf jeden Fall noch irgendwas machen, aber er macht es nicht. Wenn ich diese Stützen entferne, könnte der Kahn herunterfallen. Ja, aber warum nimmst du sie nicht einfach weg? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wir hatten aber... Nein, warum? Hier. Nee, mach das nicht. Das will ich. Da war doch bei den Dialogen... Wartet's mal ab. Er hatte doch hier irgendwas gesagt. Muss es nur finden. Wasser ungeeignet. Okay, dann muss er das Wasser holen. Okay, gesichtslose Sphinx. Inschrift. Hieroglyphen, ja. Verstehst du die Worte? Wo war denn das? Achso, hier. Du musst allein in den Grabtempel gehen, genau. Agonie des Todes, bla bla bla. Hier. Ah, hier war es. Warte mal. Golddeben. Ah, hier. Musst du einen Golddeben oder einen Hinu verfluchtes Blut in ein Becken werfen? Aha. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Anschließend muss die Sonne die Spitze der Pharaonengräber berühren. Auch hier kann ich dir leider nicht helfen. Okay. Warte mal ab. Wir haben Blut. Das ist gut. Und dann gehen wir mal hier hin. Kannst du das da reinmachen? Okay, das klappt. Perfekt. Nun der nächste Schritt. Der nächste. Der nächste Schritt. Gold. Habe ich auch. Wunderbar. Rein damit. Das Wasser, es wird zu Sand. Ist das etwa Zauberei? Okay. Das ist schon ein bisschen gruselig. Dafür brauche ich etwas. Dafür brauchst du was. Was brauchen wir denn jetzt für den komischen Sand? Hier, wir könnten mal mit dem Metallstab drin rumrühren. Nein, können wir nicht? Doch, komm. Nein, das kann ich nicht. Okay, also nicht im Sand rühren. Was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Spitze. Eine... Ach, warte mal, wir haben mal die Axt. Okay, Moment. Diese komische Sphinx. Kann ich die Sphinx da reinschmeißen? Nein. Nein. Das kann ich nicht tun. Verdammt, was soll ich denn jetzt hier machen? Mit diesem Zeug. Ist hier irgendwas? Hier ist aber auch jetzt nichts mehr, ne? Ne? Mal gucken. Ja, hier ist noch was. Was ist das denn? Nein, das kann ich nicht tun. Wie, was kannst du nicht tun? Da liegt doch was, nimm das Zweck mit. Ach, Mann, Van Helsing. Das kann er nicht tun. Was will er denn da tun? Er soll es doch nur aufheben. Mit diesem Ding hier irgendwas tun? Nein, das kann ich nicht tun. Hier, wir haben noch die Holzhammer-Methode. Wie wäre es damit? Zwecklos. Verstehe ich nicht. Da liegt ein kaputtes Ding. Eine zerbrochene Statue des Gottes Sukkar. Genau. Und irgendwas möchtest du doch damit machen. Aber was? Hier, nimm mal die Axt. Geht's damit? Ach, hier, guck mal. Mit purer Gewalt. Ist ja böse. Was ist das jetzt? Die Spitze eines Speeres. Aufwendig verziert und extrem stabil. Oh Mann, wir kriegen ja jetzt dauernd wieder neue Sachen. Wo ist denn das Ding? Da oben. Kann ich das mit dem Metallstab? Hier, warte mal, da? Hier so? Nee, kann ich nicht. Damit? Damit? Auch nicht. Hier haben wir dann auch noch eine Spitze. Auch nicht. Auch nicht. Messer? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Ach. Okay, geht so nicht. Wir haben eine Spitze. Ich wollte die Axt. Die Axt wollte ich. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Aha.
Na also, perfekt. Okay, ja, perfekt. Und nun? Nein, das ist zu schwer. Was? Und das da unten kannst du nicht mitnehmen. Aber du kannst doch hier irgendwas machen. Nein, das ist zu schwer. Mann, du machst es mir aber auch nicht einfach. Was ist denn hier mit diesen Spitzen? Was soll ich denn damit tun? Nein, das ist zu schwer. So schwer? Holzhammer? Nein. Ja, mein Problem ist jetzt gerade einfach, dass ich nicht so richtig weiß, was er vorhat. Hier, ich habe noch eine Säule. Na also, perfekt. Aha. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt hat er da die Säule drunter gemacht. Warum? Nein, das ist zu schwer. Hast du sie jetzt wieder weggenommen? Nee, hat er nicht. Muss ich jetzt da noch irgendwas... vielleicht... Ach so. Hebelwirkung und sein Kind. Meinst du das? Willst du das da runterstoßen, richtig, oder wie? Ob das jetzt funktioniert? Ah, ich verstehe. Ja, mach mal. Nein, das kann ich nicht tun. Warum denn das jetzt nicht? Was passt dir denn jetzt nicht? Du möchtest offensichtlich das Boot da runterlassen. Warum machst du es nicht? Nein, das kann ich nicht tun. Er kann es nicht tun. Warum nicht? Fehlt jetzt noch was? Nein, das kann ich nicht tun. Mit der Axt vielleicht nochmal? Nein, nee. Das kann ich nicht tun. Irgendwas kann er nicht tun. Warum nicht? So, lass mich mal gucken. Das habe ich mir angeschaut. Das kann er nicht tun. Hier ist nichts mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen? Hier kann ich irgendwie mit dem Sand, aber irgendwie auch wieder nicht. Ja, hier können wir nur gucken. Muss ich noch mal raus? Nee. Nee, noch mal raus ist irgendwie Quatsch. Nein, das kann ich nicht tun. Warum denn nicht? Was möchtest du denn jetzt überhaupt? Soll ich das Wasser da jetzt reinschütten? Das Geweihte? Okay, das könnte ich mal versuchen. Nein, das kann ich nicht tun. Okay, kein geweihtes Wasser. Die Sphinx hatte ich versucht. Ja, mehr habe ich doch da oben noch. Hier, schmeiß das Kreuz rein. Nein. Das kann ich nicht tun. Okay, das kann er auch alles nicht tun. Sehr komisch. Gut, dann muss ich jetzt mal leider gerade hier ein bisschen das Inventar aufräumen. Macht ja keiner für mich. Ich habe auch noch 3 Pyramiden. Ich habe das Fläschchen mit dem Kondenswasser. Das. Und das. Ach, da ist ja auch noch was. Warum ist denn das so weit unten? Müssen wir mal hochschieben. Ich habe ja hier überhaupt keinen Überblick. So, jetzt haben wir schon mal wieder hier alles so weit in der Reihe. Tja, Dokumente, Dialoge. Für einen der Kreuzbalken benötigen wir Weihwasser, da wir dort ein Gefäß gießen müssen. Ein Kreuzbalken? Okay, wo war das andere? Die Sonne, die Spitzen der Pharaonengräber. Ja, aber das mit den Pyramiden habe ich doch gemacht. Da weiß ich auch immer noch gar nicht, was mir das gebracht hat. Geheimtür, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir das mal hier. Ich versuche mal irgendwie jetzt total sinnlos hier. Was? Oh. Ah. Pflock und Hammer. Oh oh. Okay. Dann habe ich hier noch die olle komische Sphinx. Was hat der denn jetzt gemacht? Jetzt haben wir eine zerbrochene Sphinx. Alter, du machst mich fertig. Okay, gib mir mal die Pfeilspitze.
Ja, okay, ja, nee. Das macht nicht so viel Sinn. Was soll ich denn mit der Pfeilspitze? Und wieso haben wir jetzt das Ding hier kaputt gemacht? Nur das mal ausrüsten, bitte. Kannst du das jetzt irgendwie hier? Nein, das nee. Kann ich nicht tun. Kann er nicht. Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Aber sowas von. Nein, das kann ich nicht tun. Kann er nicht tun. Was kannst du denn tun, mein Freund? Ich schätze mal, das brauchen wir vielleicht später für Dracula. Ich habe immer noch 3 Pyramiden. Hier kann ich gar nichts mehr machen, ne? Nee. Ich stehe auf dem Schlauch. Hier kann er auch nichts machen. Nein, das kann ich nicht tun. Wieso nicht? Was soll ich mit diesen komischen Pyramiden noch machen? Warum kann er nicht einfach das Gewicht runterdrücken? Hier, ausrüsten, mein Freund. Nein. Ja, nee, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Kann ich das Weihwasser darauf anwenden? Nee, kann ich auch nicht. Ha, 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 ha. Kann ich mit dem Messer hier noch irgendwas ausrichten? Auch nicht wirklich. Kannst du hier mit dem Messer irgendwas machen? Nein. Das macht doch alles keinen Sinn hier. Jetzt habe ich hier vorne Sand. Nein, das kann ich nicht tun. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie verstehe ich es jetzt gerade gar nicht. Warum hat er die denn jetzt kaputt gemacht? Und was mache ich mit den 3 Pyramiden? Mit der Axt da drin rum fuhrwerken? Nein, das... Nein, da nicht. Nein, das... Da auch nicht, in der Mitte? Nein, das kann wir haben da irgendwie, werden mir 3 Stellen angezeigt im Sand. Ich weiß halt nicht, ob das wichtig ist oder einfach nur, damit man... Nein, das... ...mehrere Stellen hat. Nein. Nein. Na, da? Nein, auch nicht. Da auch nicht. Soll ich die Pyramiden vielleicht versenken im Sand? Oh. Ach. Ach so? Aha. Hä? Hä? Okay. Also ich soll die Pyramiden da reinstellen. Okay. Ach so. Deswegen auch 3 Hände. Na gut. Dann mache ich das mal. So, eine noch. Die angefressene kommt dann dahin. Jetzt bin ich immer gespannt. Ach. Okay. Ja, cool. Geschafft. Die Anordnung der Pyramiden in Gizeh und damit der Auslöser zum Öffnen der Geheimtür. Okay. Cool. Aha. Luke offen. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du das jetzt tun hier? Ah. Oh, wei. Es lässt sich bewegen. Perfekt. Ja, schön, dass du es nicht kaputt gemacht hast. Okay, das ist ja cool. Haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was hier. Sind wir ein bisschen was losgeworden. Na gut, dann gehen wir jetzt da rein, oder? Ja, wir gehen. Diese Stelle wird von Krokodilen heimgesucht. Unpassierbar. Oh oh. Ja, aber du brauchst doch eigentlich nur hier, da und darüber und da, guck mal da. Genau, geh mal auf das Boot. Na siehst du, von wegen unpassierbar. So, was haben wir denn jetzt hier? Aber da ist jemand drin. Oder besser, eine höllische Kreatur, wenn man nach den unmenschlichen Schreien aus dem Inneren geht. Oh, da kam was raus. Was?
An meinen Aufenthalt in Kairo auf der Spur von Dracula werde ich eine fürchterliche, aber außergewöhnliche Erinnerung behalten. Ich schreibe sie hier auf diesen Seiten nieder, damit die Welt weiß, welche Gefahr von diesem Monster ausgeht. In der letzten Grabkammer im Tempel der Vampire habe ich die Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Versuchs gesehen, Unsterblichkeit zu erlangen. In einem halboffenen Steingrab lag eine der Kreaturen des Teufels, ein Wesen, das einst menschlich gewesen sein muss. Es stöhnte und jammerte auf schreckliche Art und Weise. Mir wurde klar, dass es auf ewig dazu verdammt war, untot zu sein, wie Dracula es nennt. Ein ewiges Leben in den Tiefen einer jämmerlichen Höhle, genährt vom Blut der Opfer, die dort hinabsteigen, um zu sterben, oder der Grabräuber, die zufällig dort enden. Ich brauche mal mein Inventar. Was nehme ich denn jetzt? Das Messer, die Axt oder Pflock und Hammer? oder Weihwasser könnte ich auch noch anbieten. Ich möchte jetzt gerade gar nicht zurückgehen. Ich fühle mich hier gerade sicher. Im Inventar fühle ich mich sicher. Scheiße. Ich nehme mal die Axt. Die macht einen guten Eindruck. Ach, es ist gar nicht da. Warum? Wo ist es dann hin? Hä? Oh, Ida! Da ist das I. Igitt. Hier kannst du es nicht umhauen. Wir können hier gar nichts machen. Okay. Da kann ich jetzt nur zurück, oder wie? Ja. Okay, da kann ich nur zurück. Super. Ich dachte, ich könnte hier mal irgendwas köpfen. Nee, ich kann nur da hinten weiter, ne? Okay. Ui. Ich kann hier irgendwas rum? Nee. Ja, Nebel. Okay. Eine übernatürliche Kraft hindert mich daran, weiterzugehen. Der Zauber muss gebrochen werden. Ja, das ist wunderbar. Dann nehmen wir mal das Kreuz vielleicht in die Pfote. Eine übernatürliche... Ja, wie? Was hast du denn für ein Kreuz? Sag mal. Eine übernatürliche Kraft? Ja, es könnte auch einfach Nebel sein. Nimm mal die Lampe. Eine übernatürliche Kraft hin... Ist ja gut. Weihwasser. Eine übernatürliche... Ach Mensch, von Helsing. Geh doch einfach da durch. Also mit dem Kreuz möchte er nicht. Mit der Lampe nicht, mit dem Weihwasser nicht. Ich kann natürlich versuchen, den Nebel hier mit dem Pflock oder mit dem Messer zu durchschneiden. Ich könnte auch einfach die Sphinx reinwerfen. Nee, jetzt echt? Aha. Okay. Dann der Zauber so. Ist gebrochen. Ich kann weitergehen. Okay, wunderbar. Wir können weitergehen. Ach, du ahnst es nicht. Was haben wir hier? Einen Altar oder sowas in der Art. Ich möchte eigentlich mich nicht hier in dieses blutige Zeichen begeben. Aber ich habe die Befürchtung, ich komme da gar nicht drum rum. Ich muss da dran. Na, dann mal los. Ja, geht da wenigstens außen rum. Papyrusrollen in einer Sprache, die mir völlig unbekannt ist. Die Erde bebt. Schnell, ich muss hier sofort raus. Wer ich jetzt oder wie? Okay. Uah. Ja, dann... Schnell. Ach ja, schön, wenn man alle Zeit der Welt hat. So, jetzt sind wir wieder hier bei den Kamelen. Super. Inventar hat sich geleert. Ja, hier haben wir Papyrus. Okay. Mustafa? Ist nicht da? Kann ich da an die Tür inzwischen mal ran? Nein, vorher muss ich zu Herodot gehen. Okay, dann tun wir das. Der steht ja hier schon. Zeigen wir ihm mal die Papyrusrolle. Ganz gemächlich. Nur kein Stress. Ich bin in die geheimen Winkel des Grabtempels vorgedrungen und habe das, was ich hinter dem Kreuz vorgefunden habe, unter dem Schutz der heiligen Relikte zurückgelassen. Mitgenommen habe ich diese Schriftrollen, in denen vielleicht geschrieben steht, wie ich meine Bekannte von dem Fluch erlösen kann. Allerdings verstehe ich diese Sprache nicht. Können Sie für mich übersetzen? Diese Texte wurden in der alten Geheimsprache meines Ordens verfasst. Sie ist schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Daher kann ich nicht einmal ein einziges Wort übersetzen, mein Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Mein Scheitern wird schwere Konsequenzen haben. Meine junge Bekannte ist verloren, obwohl ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um sie zu retten. Vielleicht gibt es Hoffnung, mein Sohn, wenngleich es nur ein Fünkchen ist. Vor gut 20 Jahren hielt sich für einige Tage ein Mönch namens Bruder Alberto während einer Pilgerreise bei uns auf. Er schien viel über unseren Orden zu wissen. Wenn ich mich recht entsinne, sprach er davon, dass er gewisse Grundkenntnisse über diese altertümliche Sprache besitzt. Am Tag seiner Abreise vertraute er uns dies an, mehr wissen wir jedoch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Mönch noch lebt. Er schien sogar älter zu sein als ich. Sollte er noch unter uns weilen, findet man ihn bestimmt im Herzen der Abtei, wo er Illuminator war. Das ist die Abtei St. Cortuna in Wien, der Hauptstadt von Österreich-Ungarn. Vielen Dank für die Informationen, Herodot von Judäa. Ich werde so schnell wie möglich meine Sachen packen und aufbrechen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Also leben Sie wohl, mein Freund. Ich habe zu danken, mein Sohn, und sage nicht, lebe wohl. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder. Ich muss diesen Mustafa finden. Also so richtige Hilfe ist der olle Herodot ja auch nicht, ne? Der weiß alles immer nur so ein bisschen, ne? So ein bisschen hiervon, so ein bisschen davon, aber auch nichts ganz. Wenn wir jetzt nach Wien fahren, sollte ich dem, dem Mustafa? Dem sollte ich doch auch das mit seiner Nichte da noch sagen, oder nicht? Abgeschlossen. Ja, abgeschlossen, okay. Ach, guck mal, da ist er. Mal gucken, ob wir ihm das jetzt beichten können. Hier, Effendi, das kam für Sie. Der Direktor des Museums hat es geschickt. Danke. Ach übrigens, ich habe Nachforschungen wegen Ihrer Nichte angestellt und habe gute Neuigkeiten für Ihren Cousin und ebenso für Sie. Ach ja? Hören Sie, Ihre Nichte ist jetzt weit weg, aber sie ist sehr, sehr glücklich. Der Fremde, mit dem Sie sie gestern Abend gesehen haben, ist kein geringerer als ein europäischer Prinz, der sich auf den ersten Blick in Sie verliebt hat. Ein Prinz? Ja, aber sagen Sie das nicht zu laut. Sie wurden zwar gemäß den königlichen Traditionen seines Landes getraut, jedoch ist diese Nachricht noch nicht offiziell. Ich verstehe, Effendi, aber wo ist sie jetzt? Ich habe geschworen, es für mich zu behalten. Der Prinz ist sehr mächtig und eine Bekanntmachung dieses ewigen Bundes in der gegenwärtigen Situation könnte erhebliche politische Folgen haben. Hier und vor allem in Europa. Das erklärt einiges. Aber wenn ich das meinem Cousin erzähle, wird er mir niemals glauben. Also ich finde es jetzt mal gar nicht so schlecht, dass er ihn anlügt. Aber muss er sich gleich so eine komische Geschichte ausdenken? Das glaubt doch kein Mensch. Da hat Mustafa ja recht. Das glaubt ihm keiner. Ja. Der Prinz lässt der Familie seiner geliebten Gemahlin dieses Geschenk überreichen. Und für denjenigen, der die Neuigkeit verkünden wird, in diesem Fall sind das Sie, dieses Säckchen mit feinem Goldstaub. Ah, das ist natürlich jetzt sehr geschickt. Für die Eltern lässt der Prinz diesen Schmuck überbringen. Der große Stein, den Sie hier sehen, ist ein ungeschliffener Diamant vollkommenster Reinheit. Ihr Cousin wird damit seine Familie bis an das Ende seiner Tage durchfüttern können, ohne jemals wieder Stepptanzen zu müssen. Wie kann ich Ihnen nur danken, Effendi? Okay, also dann lasse ich das mal gelten mit dem ollen Prinzen. Ich meine, wenn er jetzt hier Gold zu bieten hat und eine Halskette mit Diamant, dann macht das schon ein bisschen glaubwürdiger. Das lasse ich dann mal so durchgehen. Bereiten Sie mein Gepäck vor und beten Sie zu Allah für mich. Die Hilfe Ihres und meines Gottes ist das Mindeste, was ich für mein Vorhaben brauche. Dieser Brief von Sievert beunruhigt mich sehr. Er gibt mir die Schuld an Minas plötzlich verschlechtertem Zustand. Hartnäckiges Fieber verursachte schlimme Schmerzen und Wahnvorstellungen, in denen sie von einer Reise in den Osten sprach, um sich dort mit ihrem Herrn und Meister wieder zu vereinen. Ich habe Sievert gebeten, mit Mina in Wien zu mir zu stoßen, sofern sie reisefähig ist. Er gab mir die Adresse seiner Hausherrin, Herzogin Orlowski. Ich möchte sie besuchen, nachdem ich hoffentlich Bruder Alberto in der Abtei St. Cortuna gefunden habe.
Aber werden all diese Bemühungen genügen? In diesem Augenblick versinken Draculas blutrote Augen in schrecklichen Texten und machen ihn wahnsinniger, stärker und noch gefährlicher. Wie geht es Mina? Ich verstehe das einfach nicht. Obwohl sie mehrere Tage nichts zu sich genommen hat, scheint es ihr körperlich blendend zu gehen. Als ob diese Reise gen Osten sie gestärkt hätte. Ihr geistiger Zustand ist jedoch katastrophal. Sie scheint starke Schmerzen und Albträume zu haben und es wird nicht besser. Das arme Kind. Gnädige Frau. Guten Tag, Professor. Unsere Patientin schläft endlich. Vielleicht wenigstens für kurze Zeit. War Ihre Suche nach dem Mönch heute Nachmittag erfolgreich? Ja, dann sind wir jetzt also in Wien. Mina ist hier auch irgendwo. Okay. Nein, weder gestern noch heute. Und das Verhalten dieser Mönche macht mich stutzig. Sie haben mir den Zutritt zur Abtei vehement verweigert und ein Treffen mit Bruder Alberto kategorisch abgelehnt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Haben Sie in der Universität der Wissenschaften neben der Abtei etwas Auffälliges bemerkt, Seward? Wissen Sie etwas über einen bizarren religiösen Orden? Ich musste mich voll und ganz den Studien widmen, Herr Professor. Ich habe nicht einmal Zeit für einen Plausch mit einer reizenden Bedienung gehabt und schon gar nicht mit einem Mönch. Und Ihr Gemahl, Herzogin? Hatte er seinerzeit irgendetwas mit der Abtei zu tun? Mein Gemahl war ein Mann der Wissenschaften und sein Interesse für Spiritualität war, gelinde gesagt, nur sehr schwach ausgeprägt. Nein, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Bruder Alberto ist unsere einzige Hoffnung. Ich muss nachdenken. Es muss doch einen Weg geben, um in die Abtei zu gelangen und den Mönch zu finden, sofern er noch lebt. Was meinen Sie, Seward? In einen heiligen Ort gewaltsam eindringen? Das geht selbst für einen Wissenschaftler fast zu weit. Aber warten Sie. Ja, ich erinnere mich. Als ich einst die Universität mit Professor Orlowski besucht hatte, erzählte er mir, dass Universität und Abtei ursprünglich ein einziges großes Gebäude waren. Erst viel später hat der Klerus den Teil, der nun die Universität beherbergt, der Stadt überschrieben. Der Professor erklärte mir, dass eine Tür nach wie vor beide Gebäudeabschnitte miteinander verbinde. Ich glaube, in der Bibliothek. Die Universitätsleitung hat jedoch die Nutzung der Tür strengstens untersagt. Sollen wir uns die Sache vielleicht einmal näher ansehen? Ich müsste die Bibliothek am besten in der Nacht aufsuchen, damit ich nicht der Universitätsleitung über den Weg laufe. Dann muss ich die Tür suchen, die direkt in die Abtei führt. Gut gemacht, Seward. Hat Ihr Gemahl einen Schlüssel zur Universität aufgehoben, Herzogin? Offiziell natürlich nicht. Aber zufällig erinnere ich mich noch daran, dass er einen Schlüssel hatte, wovon die Universitätsleitung jedoch nichts wusste. Dadurch konnte er von diesem Zimmer aus in die Bibliothek gelangen, um seinen Forschungen auch nach der eigentlichen Arbeitszeit nachgehen zu können. Als er pensioniert wurde, wollte er seine begabten Chemiestudenten einer kleinen Prüfung unterziehen. Wer diese zuerst bestehen würde, hätte als Belohnung den Schlüssel erhalten. Ich habe gesehen, wie er diesen Test vorbereitet hat. Er sollte in diesem Zimmer stattfinden. Leider verstarb er, bevor es dazu kam, und der Schlüssel ist immer noch hier, wenngleich ich nicht genau weiß, wo. Tja, dann müssen wir ihn finden. Wir müssen unbedingt in die Bibliothek. Gut, ich sollte meine Suche fortsetzen. Genau, wir gehen in die Uni und davor finden wir hier den Schlüssel, ihr Lieben, aber das machen wir in der nächsten Aufnahme und bis dahin, eure Trin.